Was habe ich gedacht beim Tor? Ja, super. Gut getroffen und gesagt habe ich gar nichts, sondern nur gebrüllt. Also wie alle anderen auch. Aber ich fand, er war der Zielspieler, wo wir eigentlich alle hin mussten in dem Moment. Das ist eine schöne Geschichte, die er mehr als verdient hat. Dortmund hatte aber auch immer gute Möglichkeiten für Einschüsse. Nur, dass es dann halt auch ein Sonntagsschuss passiert. Das ist umso bitterer, dass dieses Spiel dann so für uns jetzt heute verloren geht. Ich kann sagen, wir können aufrecht hier rauslaufen. Wir haben eine gute Partie geliefert. Und ich glaube, beide Mannschaften hätten das Weiterkommen in irgendeiner Form verdient gehabt. Man steht jetzt auch nicht jeden Tag im Viertelfinale des Pokals. Und die Mannschaft hat daraus noch mal ein bisschen Kraft gezogen. Wir waren zielstrebiger, wir waren klarer. Wir wollten noch mehr Diagonalbälle spielen, schnell verlagern, weil er gegen extrem ballorientiert gespielt hat. Also die ganz normalen Dinge, die ja klar waren nach der ersten Halbzeit, dass sie eben, wo sie nicht so gut waren. Aber der Mannschaft ja auch gesagt, dass wir jetzt alle darüber entscheiden, wie sich Neven Subotic heute Abend fühlt. Jetzt darf er sich richtig gut fühlen. Erstens ein Tor gemacht, okay, auch nur eins verschuldet, aber der Rest war dann einfach vollkommen in Ordnung. Ich hatte immer so das Gefühl, wenn es uns gelingt, diese Drangperiode nach der Halbzeit zu überstehen, dann haben wir eine große Chance, hier auch vielleicht mit einer Führung bis zum Ende durchzukommen. Es war super intensiv, alle haben mir alles gegeben, so wie es im Pokal, ja, vor allem in so einer Runde sein muss.